Liebe 7a und liebe 7b, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum neuesten Latein-Video. Heute wollen wir mal nichts Neues lernen, sondern anfangen, die Stoffe zu wiederholen, die wir in den letzten Kapiteln gelernt haben. Und das werden wir dann auch für den Rest der Woche machen. Also, das ist zunächst mal das Adverb und seine Steigerung. Das werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Dann kommt das Gerund, das wiederholen wir in der nächsten Stunde nochmal systematisch. Das PFA und der Infinitiv Futur, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, es wird auch nicht schaden, wenn wir uns das nochmal anschauen. Und dann kommt ein sehr alter Stoff, die Formen im Passiv. Da fragt ihr euch vielleicht, warum wiederholen wir das? Das werden wir dann nächste Woche für einen neuen Stoff brauchen. Also das sind die vier Sachen, die wir uns diese Woche ein bisschen vornehmen wollen. Und heute geht's los mit dem Adverb und seiner Steigerung. Schauen wir uns doch nochmal an, wie so ein Adverb verwendet wird im Vergleich zu einem Adjektiv. Ihr seht zwei Sätze, Augustus Bonus Romanis imperavit und Augustus Bene Romanis imperavit. Versucht es mal selber zu sagen, welches von beiden ist das Adjektiv, welches ist das Adverb und warum? Im ersten Fall liegt das Adjektiv vor, im zweiten Fall das Adverb. Dieses Bonus bezieht sich nämlich, das könnt ihr an der Endung sehen, auf Augustus, also stimmt mit Augustus in Kasus, Genus und Numerus überein, erinnert euch, KNG-Kongruenz und wird entsprechend übersetzt. Der gute Augustus. Dieses Bene ist eine andere Form, im Fall von Bene eine Ausnahme, habt ihr aber so gelernt. Und das bestimmt jetzt das Verb näher, deswegen auch Adverb. Also Augustus befahl auf eine gute Weise oder Augustus befahl gut. Im Deutschen müsst ihr aufpassen, im Deutschen kann sich ein Adverb auch mal auf ein Adjektiv beziehen. Zum Beispiel der besonders gute oder die besonders gute Eiscreme oder das besonders gute Eis. Da ist besonders auch ein Adverb, bestimmt aber das gut näher. Im Lateinischen gibt es das nicht, weil im Lateinischen würde man da einfach einen Komparativ oder Superlativ nehmen. Also im Lateinischen bestimmt das Adverb wirklich fast immer ein Verb näher. Übersetzung. Der gute Augustus herrschte über die Römer oder Augustus herrschte gut über die Römer. Schauen wir uns als nächstes nochmal an, wie man so ein Adverb bildet im Lateinischen. Da müssen wir unterscheiden, welches Adjektiv zugrunde liegt. Wenn es ein Adjektiv der A- und O-Deklination ist, also das sind die auf us, aum, preclarus, preclara, preclarum oder eben manchmal auch auf r, dann streichen wir die Endung hinten weg. Der Stamm bleibt übrig, präklar, und wir hängen stattdessen die Endung e dran, also präklare. Wenn das Adjektiv, aus dem wir ein Adverb bilden wollen, aber zur dritten Deklination gehört, zum Beispiel acer, acris, acre, dann müssen wir erstmal schon überlegen, was müssen wir da wegstreichen. Dann muss ich eine Form nehmen, wo ich den ganzen Stamm sehe. Hier ist es die weibliche Form oder der Genitiv funktioniert auch immer. Also, da streichen wir die Endung weg. Wir haben als Stamm acr und hängen jetzt bei der dritten Deklination die Endung iter dran, also acriter. Also unterscheidet es immer, haben wir ein Adjektiv auf us, aum, dann e, oder haben wir eins der dritten Deklination, dann wird iter dran gehängt. Kleine Ausnahme, wenn der Stamm dieses Adjektivs auf nt endet, also probieren wir es gleich mal aus, wir haben hier vehemens, wir brauchen für den Stamm den Genitiv, vehementis, streichen die Endung weg, dann bleibt vehement. Und jetzt sehen wir, die Endung geht auf nt. Dann war es den Römern einfach zu blöd zu sagen vehementiter, das ist so ein bisschen ein Zungenbrecher. Und deswegen hängen wir nur ter dran und es kommt raus vehementer. Das sind die drei Fälle, schaut es euch nochmal gut an. Und auf der nächsten Folge, auf der nächsten Folie kommt dann eine kleine Übung dazu. Ja, und damit seid ihr dran. Drückt bitte auf den Pausenknopf und bildet jeweils zu diesen fünf Adjektiven das zugehörige Adverb. Hier habe ich den Stamm immer mit eingebildet, also kert, us fällt weg, kert, Endung e. Kehler. Der Stamm ist Kehler, der Genitiv heißt Kehleris, also einfach Kehler als Stamm. Wir hängen iter dran, weil es zur dritten Deklination gehört. Fortis, forte, der Genitiv heißt fortis, der Stamm heißt eigentlich also fort. Und weil es zur dritten Deklination gehört, Adverb fortiter. Beatus geht wieder auf us, also A- und O-Deklination. Wir lassen das us weg, hängen ein i dran, beate.
Und diligens, der Genitiv heißt diligentis, wir lassen das ist weg, Stamm diligent und Adverb diligenter. Ja, wichtig ist bei diesen Bildungsübungen, dass du ganz sicher erkennst, ob es ein Adjektiv oder ein Adverb ist. Also es geht nicht so sehr darum, dass du das selber bilden könntest, sondern dass du, indem wir es immer wieder üben zu bilden, dass du dann einen scharfen Blick kriegst, ob ein Adverb oder ein Adjektiv vorliegt, wenn ihr einen Text vor euch habt. Unser nächstes Thema, wie steigert man Adverbien? Jetzt hat man ja Adverbien in der Grundform, im Positiv, zum Beispiel gut, schnell, heftig. Oder in dem Fall, übersetzt gleich mal diesen Satz, Augustus rei publicae diligenter consuluit. Augustus sorgte sorgfältig für den Staat. Also Grundform oder Positiv. Jetzt haben wir die erste Steigerung. Dazu hängen wir einfach ius an den Wortstamm dran, und zwar ganz egal, aus welcher Deklination dieses Adjektiv stammt. Dann übersetzt doch mal diesen Satz. Augustus sorgte sorgfältiger für den Staat als Cäsar. Und das dritte, der Superlativ, da hängen wir issime dran. Erinnert euch beim Adjektiv, was einfach issimus und hier issime. Und dann übersetzt bitte auch gleich den dritten Satz. Und der heißt, Augustus sorgte am sorgfältigsten für den Staat. Auch dazu gibt es eine kleine Übung. Ihr seht eine Reihe von Formen. Ordnet die bitte nach Positiv, also Grundform, Komparativ, erste Steigerung und Superlativ und übersetzt sie. Ja, das ist die Lösung. Ich habe auch die Endungen immer gleich farbig markiert. Felicius, glücklicher, sapienter, weise, pulcherrime, am schönsten, facilius, leichter, bene ist eine Ausnahme, die Form habt ihr mal extra gelernt, gut, felicissime, am glücklichsten und misere, arm. Vorsicht, das geht zwar auf R, aber es ist miser, misera, miserum. Und drum gehört es zur A- und O-Deklination. Wenden wir doch das gleich mal an. Wir schauen uns heute den ersten Absatz aus dem Text auf Seite 72 an, dieser Wiederholungstext. Und ihr könnt ihn jetzt entweder am Bildschirm lesen oder ihr schlagt eure Bücher auf und sucht bitte mal aus dem ersten Absatz alle Adverbien raus und übersetzt sie. Und diese drei sind's. Machen wir uns gleich an die Übersetzung. Wenn ihr sie eins übersehen habt, drückt es nochmal auf Pause, überlegt es für euch selber. Vehementer heißt heftig. Raro heißt selten. Und crudeliter heißt grausam. Und jetzt können wir uns auch ein bisschen überlegen, worum es inhaltlich geht. Also es geht um Augustus. Und wenn Augustus hier irgendwas heftig tut und irgendwas grausam tut und was anderes selten tut, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, was? Ad ignoscendum raro. Was heißt nochmal ignoscere? Das heißt verzeihen. Also selten verzeihen, aber heftig terrere und irgendwas grausam machen. Dann sehen wir, es geht um die grausame Seite von Augustus. Erinnert euch dran, Augustus war ja in seiner Anfangszeit als Herrscher durchaus grausam und ist dann erst später, als er seinen Namen geändert hat zu Augustus, wirklich so ein milder, friedfertiger Kaiser geworden. Das zeigt sich nebenbei einfach auch in seinen Bildern. Also hier sehen wir den jungen Augustus, der hat ganz struppelige Haare. Das war Absicht, um sich einfach so ein bisschen, verwegen zu zeigen. Man merkt ja, der hat ein ziemlich kantiges Gesicht, unabhängig davon, dass die Lippe und die Nase hier abgebrochen ist. Also der drückt es auch aus durch seine Optik. Und später schaut er dann sehr würdevoll aus. Die Frisur ist zwar typisch, dass er da diese Locken übereinander hat, das ist typisch für Augustus, aber er schaut auch besser angelegt aus. Er hat diese Bürgerkrone auf dem Kopf. Also bei Augustus sieht man es wirklich sehr schön, auch in der Art und Weise, wie er sich darstellen hat lassen, dass er sich da irgendwann ein anderes Image zulegen wollte. Und genau um diese zwei Images von Augustus geht es in unserem Text. Also der junge, wilde Augustus und der spätere, ruhige, gelassene Augustus, der Frieden bringt. Und wir haben jetzt einen Typen namens Appius, der sagt, naja super, jetzt loben alle den Augustus, aber erinnert euch doch, wie der früher mal drauf war.
Ja, und damit kommen wir gleich zum Übersetzen. Wir gehen es jetzt nicht Satz für Satz durch. Ich denke, manches können Sie ganz gut selber übersetzen, aber manche Sachen schauen wir uns ein bisschen genauer an. Appius, Ecce, nunc omnes Augustum laudant. Das kriegt ihr, glaube ich, hin. Nonne homines memoria tinent, eum juvenem in bello civili multa crimina ficisse, ut adversarios vehementa terreret. Um den Satz ein bisschen mit euch vorzubereiten, bitte ich um zwei Sachen. Nämlich findet mal erstens die Struktur raus, wo ist der Hauptsatz, wo ist der Nebensatz und zweitens, was ist das Prädikat im Hauptsatz und was heißt das Prädikat? Der Nebensatz wird eingeleitet durchs ut. Ich habe es grün markiert. Damit ist klar, das hier vorne ist der Hauptsatz und das Prädikat im Hauptsatz ist memoria tenent und das heißt, sie behalten im Gedächtnis. Im Deutschen sage ich, sie behalten im Gedächtnis, dass die Eisdielen jetzt wieder aufmachen zum Beispiel. Welche Konstruktion verbirgt sich denn dahinter im Lateinischen? Genau, das ist ein ACI, also sagt es mir bitte gleich als nächstes, wo ist hier der A, wo ist der I? Eum ist der A, ficisse ist der I und das können Sie mir gleich mal übersetzen. Sie behalten im Gedächtnis, Komma. Dass er oder dieser getan hat. Und ich habe euch schon markiert, wen oder was getan? Multa crimina. Jetzt haben wir ein Wort, das ist ein bisschen schwer unterzubringen. Das ist juvenem. Juvenem. Dass er, juvenem, im bello civili multa crimina getan hat. Oder begangen hat. Wie könnte man das juvenem einbauen? Hat jemand eine Idee? Es wäre als junger Mann. Ja, dass er... Ein junger Mann, er der junge Mann, klingt alles ein bisschen schräg. Es ist gemeint, dass er als junger Mann das da getan hat. Denn jetzt ist er ja älter. Ja, und was hat er getan? Oder warum hat er das getan? Ut adversarius vehementa terreret. Vehementa haben wir vorher schon geklärt, ist ein Adverb und den Rest kriegt sie, glaube ich, selber hin. Gehen wir zum nächsten Satz. Ihr seht, wir haben genau das gleiche Prädikat wie vorher. Memoria tenent. Also, Sie behalten im Gedächtnis oder, weil es ein Fragesatz ist, behalten Sie im Gedächtnis. Und ich frage euch das gleiche wie vorher. Wo ist der A, wo ist der I? Istum paratum fuisse. Und jetzt haben wir hier einen neuen anderen Stoff, nämlich ad ignoscendum. Was liegt denn davor? Wie nennt man diese Konstruktion? Das ist ein Gerund. Und dann sagt es doch gleich, wie man es übersetzt. Ad ignoscendum. Zum Verzeihen oder zu verzeihen. Also, dass dieser paratum gewesen ist, und zwar selten, ad ignoscendum. Schauen wir uns den nächsten Satz an. Ubi erat illa preclara clementia, cum ille sanguinem fundendi cupidus veniam petentibus crudeliter responderet. Erstmal strukturiert ihr den Satz bitte. Welche Wörter erklären uns die Struktur dieses Satzes? Zwei habe ich markiert. Cum gibt uns den Nebensatz an. Damit ist klar, dass das da vorne der Hauptsatz ist. Und ich habe jetzt auch ubi mal markiert, denn das ist wichtig, ubi heißt ja wo und das zeigt uns, dass es ein Fragesatz ist, obwohl am Schluss ein Doppelpunkt steht. Und kein Fragezeichen, weil die direkte Rede nachkommt. Also passt auf, es ist ein Fragesatz, entsprechend bitte übersetzen. Ja, jetzt muss man eine Sache klären, hier geht es um die Clementia. Könnt ihr euch erinnern, was die Clementia war? Es ist die Milde, aber es ist eine bestimmte Milde gemeint, die Präklara Clementia. Der Herr Körber hat sich in dem Video erklärt, es ist die Milde, die Cäsar sich auf die Fahnen geschrieben hat oder auch auf die Münzen. Schauen wir, hier können Sie es sehen. Clementiae Caesaris. Also die Clementia hat geheißen, dass Cäsar nach seinem Sieg im Bürgerkrieg seine Feinde nicht alle einfach abgemetzelt hat und ihr Vermögen eingezogen hat, sondern dass er sich milde gegenüber seinen ehemaligen Gegnern verhalten hat. Und genau das hat eben Augustus als junger Mann nicht getan. Und deswegen, ubi erat illa preclara clementia, cum ille und so weiter. In dem unteren Satz haben wir wieder ein Gerund. Wo ist denn hier das Gerund
Und welche Wörter helfen uns, das in den Satz einzubauen? Fundendi ist das Gerund. Ihr seht, das ist im Genitiv, also Endung i. Und von welchem Wort hängt es jetzt ab? Das kommt von Cupidus, also Cupidus irgendwas zu tun. Und damit können wir es auch gleich übersetzen. Was heißt denn Cupidus fundendi? Entweder gierig zu vergießen oder gierig nach dem Vergießen. Und jetzt müssen wir fragen, zu vergießen, also fundendi, wen oder was zu vergießen? Was ist das Objekt? Das wäre sanguinem. Baut es bitte gleich in die Übersetzung mit ein. Gierig, Blut zu vergießen oder gierig nach dem Vergießen von Blut. Also, cum ille responderet, als er das tat, und zwar begierig, Blut zu vergießen. So, und wem hat er irgendwas gesagt? Den veniam petentibus. Das kriegt ihr selber hin. Überlegt, was petere heißt. Also denen die veniam petentibus. Und denen hat er grausam geantwortet. Und zwar, wie heißt die Antwort? Nunc ad mortem ducemini. Und da würde mich interessieren, was ist denn das für eine Form, die mit mini endet? Kramt mal tief in eurem Gedächtnis, das ist eine Passivform. Nämlich zweite Person Plural im Passivpräsens Indikativ, ihr werdet geführt. Ja, und den Rest kriegt ihr wieder selber hin. Soweit machen wir es für heute, den ersten Abschnitt. Erinnert euch, wir haben das Adverb und seine Steigerung wiederholt. Wenn ihr euch unsicher seid, lest es einfach nochmal nach oder schaut das Video von damals an, wo wir es neu gelernt haben. Und wir haben nebenbei das Gerund ein bisschen wiederholt. Und mit dem, glaube ich, kriegt ihr den ersten Absatz von diesem Wiederholungstext gut hin. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine schöne Zeit und tschüss.